Stadt-TV Bull. Wir zeigen's Ihnen. Zupacken können Sie ja. Und auch das Posieren vor der Pressefotografin sieht schon recht professionell aus. Von wem ist die Rede? Vom designierten Dreigestirn für die Session 2017, welches sich am 12. Mai im Kapitelsaal bei Bürgermeister Dieter Freitag vorstellte. Die fidelen Bröler Falkenjäger wollten es sich nicht nehmen lassen und stellen anlässlich ihres 44-jährigen Jubiläums mit Michael Reusch den designierten Prinzen, mit Theo Granrath den designierten Bauern und mit Guido Fied die designierte Jungfrau. Erstmals waren auch die Ehefrauen des zukünftigen Dreigestirns mit dabei, was Bürgermeister Dieter Freitag in seiner Ansprache besonders würdigte. Ganz herzlich willkommen in unserer guten Stube hier des Rathauses der Stadt Brühl im Kapitelsaal. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, inzwischen ist es gute Tradition, dass sich das künftige Dreigestirn der kommenden Session bereits im Frühjahr hier in der guten Stube der Stadt Brühl einfindet, um sich dem Bürgermeister vorzustellen und seine Zustimmung zu werben, unsere Stadt in der fünften Jahreszeit vertreten zu können. Ein belebendes Bild, ein belebendes Element. Erstmalig sind auch die Ehefrauen des designierten Dreigestirns mit dabei. Ein ganz herzliches Willkommen. Das designierte Dreigestirn stellte sich anschließend dem Bürgermeister und der Presse vor. Mein Name ist Michael Reusch. Noch 50 Jahre, ich bestehe drauf, weil auch ich habe im Juni Geburtstag, ein paar Tage nach dir, werde dann 51 zwangsläufig. Aber das macht letztendlich nichts. Ich bin ein Brühlsches Urgestein und da bin ich stolz drauf, also hier in Brühl geboren und bis auf 3 Jahre, die ich mal in der Dependance, weil das Wiss berufsgedingt gewohnt habe. Es war halt immer ein Berg dazwischen, aber trotzdem, die Familie war hier, das Herz war hier. Lebe ich also die gesamte Zeit hier in Brühl, fühle mich irrsinnig wohl. Hab nach meiner schulischen Ausbildung, die ich auch hier in Brühl absolviert habe, auch mit der Ausbildung beim RWE hier in Brühl begonnen. Im Konzern bin ich heute noch als Mitarbeiter tätig, zusammen feiern. Und das mache ich seit 20 Jahren im Falkenjägerkorps. 15 Jahre aktiv als Tanzoffizier und 5 Jahre letztendlich jetzt als Kommandant. Es gab ja den Wunsch unseres Präsidenten der Gesellschaft und auch des Präsidenten des Senats, der gesagt hat, Mensch, wir haben Jubiläumssession, da möchten wir doch gerne ein Dreigestirn stellen. Gesagt, getan, man hat gemeldet, beim Festausschuss gemeldet, Wilfried, ihr wart euch relativ schnell einig, ja, die Fidelen machen das, es gehören aber immer ein paar Leute dazu. Und dann ging letztendlich 12 Monate lang die Suche, wer könnte es denn tun, wer hat die Zeit, wer hat auch letztendlich ein bisschen Kleingeld. Karneval zu feiern, um ja, den Stress vom Tag zu vergessen, um wieder ein bisschen zurückzufahren, um vielleicht auch den Kommerz, den ja doch leider der Karneval im Moment auch ausmacht, wieder ein bisschen auf das normale Niveau zu bringen. Und Wilfried, du hast es eben gesagt, es scheitert manchmal am Finanziellen, es scheitert auch oftmals an der Zeit und unser Ziel ist es, mit den Dreigestirnen, die dann noch nach uns folgen werden, wieder auf ein Niveau zu kommen, dass wir eben in Brühl auch das sichergestellt haben, dass wir eben kein Jahr mehr erleben müssen, wo eben keine 3 Freunde zusammenstehen und ein Dreigestirn bilden. Ich bin in Märchten geboren, also eigentlich auch im Vorgebirge und habe auch meine Jugend dort verbracht und da bis 1976 gelebt. Da habe ich meine Frau kennengelernt und wir sind seit 1976 verheiratet. Habe eine Lehre damals in der UK gemacht, in der damaligen UK. Habe dann dort Industriemechaniker gelernt und bin von dort aus 1986 zur Shell gewechselt. Ich freue mich, dass ich jetzt in der Session 2017, wenn Sie nicken, den Bauern machen darf, den Brühlsche Bur machen darf. Ich komme gebürtig aus Euskirchen, bin dort am 10.10.1965 geboren, habe dann doch die Grundschule besucht, Gertrudis Grundschule von 71 bis 75, danach das Emil-Fischer-Gymnasium bis 1983. Ja, danach verschlug es mich nach Brühl. Ich habe dort eine Ausbildung gemacht in einer namhaften Schweinerei. Und da kam dann der Zeitpunkt, dass man sich selbstständig machte. Und seitdem bin ich als selbstständiger Schreinermeister in Brühl unterwegs. Und Dieter Freitag da nickt. Wenn Sie nicken. Dieter Freitag da nickt. Wenn Sie nicken. Dieter Freitag da nickt.
Wenn Sie nicken. Ob ich denn gewillt bin, die hier Anwesenden drei zum Reihenstuhl zuzulassen. Ich sage einfach mal ja. Nach den obligatorischen Pressefotos hatte Stadt-TV Brühl die Gelegenheit, ein erstes Interview mit den Dreien zu führen. Ja, der Bürgermeister hat genickt. Die erste Hürde ist genommen. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Also das Kribbeln fing eigentlich mit meiner Aussage an Karnevalssonntag an, als ich unserem Präsidenten gesagt habe, ich würde mich bereit erklären, einen Teil der Verantwortung zu übernehmen. Das Kribbeln hört nicht auf und das Kribbeln macht mir im Moment mehr Sorge, als dass es Spaß macht, weil es doch, glaube ich, eine große Herausforderung ist, eine spannende Herausforderung und wir natürlich vieles noch nicht wissen, aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Als Bauer war das für Sie auch wichtig, in diesem Jubiläumsjahr zum Dreigestirn zu gehören? Doch, das ist eigentlich sehr wichtig und vor allen Dingen, was mir persönlich richtig Spaß macht, dass ich mit den beiden Jungs da zusammen das machen kann und ich freue mich da so wirklich drauf, hier in Brühl den Bauern machen zu dürfen und vor allen Dingen, denke ich, für die Falkenjäger im Jubiläumsjahr 4x11, das ist auch sehr wichtig, denke ich mir. Schauen Sie den Damen denn ab jetzt ein bisschen anders hinterher? Ich meine, um zu schauen, wie die laufen oder so? Ja, das ist der Fall. Wir haben ja auch schon, oder ich überlegt, immer schon Jahre im Voraus, die Jungfrau mal zu machen, aber nie wirklich ernst. Aber wie er eben schon eingangs gesagt hatte, kam es jetzt zu dieser Konstellation, auch auf Wunsch unseres Präsidenten, im Jubiläumsjahr das Dreigestirn zu stellen und ja, man muss sich doch noch vielleicht das eine oder andere jetzt abschauen von den Damen und ja, ich denke, das wird aber mit uns dreien funktionieren und mit mir als Jungfrau, den hochhackigen Schuhen, muss dann noch üben. Eine Frage noch, wer kommandiert denn das Chor, während Sie als Prinz unterwegs sind? Ja, wir haben einen ganz hervorragenden Vizekommandanten, nämlich den Andreas Granrath, und das ist sein Sohn, der auch in der letzten Session und auch in der Session davor schon einige Kommandos geführt hat bei den Auftritten. Er macht das so souverän, hervorragend, dass wir also uns drei dann ganz entspannt zurücklehnen können und wissen, das Chor ist gut versorgt. Das hört sich gut an. Alles Gute und vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.